Oder kannst du mich mal erklären, was eine Schaman eigentlich für eine Aufgabe hat? Die Erde in ihre Reinheit zu erhalten. Die Erde von alleine braucht es nicht, aber wir Menschen sind sehr oft so aktiv, dass wir gegen diese Reinheit, bewusst oder unbewusst, vorgehen. Die Aufgabe des Schamane ist, in der ursprünglichen Schwingung die Erde zu halten. Weil die Erde braucht uns, so genau wie wir sie brauchen. Das ist ein Lebewesen, die mit uns in ständigen Austausch, wie Mutter und Kinder. Ja. Und in was für einer Zeit leben wir oder lebt der Menschheit jetzt eigentlich, da wo der Schaman vielleicht unterstützen kann? Die tun das die ganze Zeit, über alle Zeiten. Mehr oder weniger im Vordergrund, im Fokus der Öffentlichkeit. Momentan gerät das in der Öffentlichkeit Fokus mehr und es wird fast zu populär. Aber die echten Schamanen, die siehst du kaum. Du kannst natürlich dich auf den Weg machen, sie zu finden. Und das ist dann, wird zu deiner Heilreise werden. Das ist ein krasser Prozess. Aber die sind nicht, die bieten Kurse an. Die richtigen Schamanen, die Erde heilen in ihrer Urschwingung, das sind nicht die, die Heilung anbieten auch jeden Tag. Du musst sie schon selber finden. Und in dem bin ich dann auf meiner Heilreise jetzt? Auf jeden Fall, schon seit längerem. Weil ich habe dich gefunden oder ich habe euch beide gefunden. Ja, sie ist es. Und ich darf mich auch Schamane nennen, aber ich übermasse mich nicht mit diesem Titel jetzt, weil das ist eine Berufung. Und ich bin gerade in einem Prozess, wo sich das verändert von früher. Weil ich komme eigentlich als Berufsmusiker, bin ich. Und ich habe immer innerlich nach der Harmonie und Einklang im Musizieren als Dirigent gesucht, mit Menschen, die mit mir musizieren oder das Publikum. Und der Klang war immer wichtig in seine heilende Wirkung. Und jetzt, auch durch unsere Partnerschaft, durch unser Finden wieder zusammen, kam sehr viel in Bewegung in mir, wo ich auch in mir diesen Ursprung finde. Und im Prinzip könnte man sehr oberflächlich, aber doch richtig sagen, jeder von uns hat diesen Schamanen, jeder der Menschen. Weil Schamane heißt, also der Schamane, der die Schwingung der Erde hält, das ist wie berufen werden. Das ist wie eine höhere Berufung. Aber dieses schamanische Prinzip in sich zu spüren und pflegen, das wäre eigentlich die pure Heilung für die Erde. Und dazu kann ich nur eine kurze Geschichte erzählen. Es war eine sibirische Schamanin hier aus einer Tradition, wo sie reingeboren werden in die Familien der Schamanen. Sie war in Deutschland, sie hat einmal ein Interview gegeben. Sie hat erzählt von einer Schülerin, die sie hatte. Das war ein junges Mädchen, 8 Jahre alt. Und sie ist zu ihr in die Schulung gekommen, weil sie war sehr begabt. Und der Vater von diesem Mädchen war total skeptisch. Der sagte, was soll das? Was ist das für ein Beruf heute? Schamanen, du bist noch zu jung, du musst auf die Uni gehen. Und sie hatte skeptisch zu Schamanismus. Und die Tochter hat ihn einfach an die Hand genommen und hat gesagt, Papa, schau mal, du liebst doch die Sonne, oder? Er sagte, ja, Papa, ich sehe doch jeden Morgen, wie du dich streckst der Sonne, wie du sie liebst. Papa, du liebst doch unser Fluss im Dorf. Du gehst doch jeden Tag da und badest oder berührst es. Papa sagt, ja, du liebst doch den Wind. Ich habe gesehen, wie er deine Haut streckt. Der sagt, ja, Papa, du bist ein Schamane. Also mehr dazu. Das ist eben Schamane als diese berufen zu sein. Und dieser Schamane ist nicht unbedingt der Heilkurse anbietet. Er kann heilen, aber die Heilung passiert eigentlich aus dem Menschen selbst heraus, der sich auf dem Weg zu einem Schamanen begibt. Der Schamane hält den Raum. Der hält den Raum für die Erde. Der hält den Raum, wenn du in seinen Raum trittst. Und wenn es um echten Schamanen geht, dann bist du das. Ja, und für mich, Schamanen,
Ein wahrer Schamane ist sozusagen Vermittler zwischen den Welten, zwischen der Erde, den Menschen und all diesen Ebenen, die es parallel noch dazu gibt, die wir mit unserem normalen Sinnen und Verstand nicht wahrnehmen können im Alltagsbewusstsein. Aber der initiiert oder derjenige hat den Zugang dazu, der nimmt es auch wahr. Und wir sind alle damit geboren worden. Und die meisten wurde das halt abtrainiert und manche haben sich es halt bewahrt und sind halt diesen Weg gegangen, so wie ich zum Beispiel, die dann von frühester Kindheit an da drin trainiert wurde, in diesen Zwischenwelten zu wandeln und die Informationen, die wichtig sind für die Leute, hierher zu holen, ins Hier und Jetzt. Und so funktioniert es auch in der Heilung. Jemand kommt hierher und ich schaue dahinter. Zum Beispiel, welcher Ahne steht da noch im Schatten und braucht eigentlich die Heilung, die dann wiederum die Heilung für dich dann wieder bringen kann, zum Beispiel. Und in deinem normalen Alltagsbewusstsein weißt du ja nicht, da steht jemand, den du vielleicht noch nicht mal kennst, der da im Leid ist und wunderst dich, warum du diese Rückenschmerzen hast. Und der Schamane sieht das, kann diese Verbindung herstellen, das lösen, und deine Rückenschmerzen sind weg. Kann man sich nicht erklären, aber es passiert so. Er ist vor allem der Vermittler zwischen den Welten und ein Liebender der Erde gegenüber und den Menschen. Ja. Auch wenn man jetzt so der Welt beschreiben muss, der Mensch auf der Welt beschreiben muss, in was für einer Zeit lebt man dann? Ich weiß, es ist, vor allem in den Medien wird extrem jetzt diese Zeit zu einer besonderen Zeit erklärt. Daraus wird fast ein eigenes Geschäft gemacht. Sprung der Erde, Übergang, die neue Erde, Bewegung. Und für mein Gefühl, ich kann nicht sagen, dass ich allwissend bin, aber ich kann spüren, was für mich fühlt sich das wie künstliche Konzept draufgesetzt. Also nicht, dass ich den Menschen diese Hoffnung auf etwas ganz Starkes, was passieren darf im Leben, damit wegnehmen möchte, nur die Suche nicht richtig da, wo, weil das alles passiert in uns innen. Und wenn wir im Inneren etwas verändern, dann verändert sich sofort unsere Realität. Und ja, jetzt, wo wir uns befinden, ist die Chance, dass viele Menschen fast zu gleichen oder zu sehr ähnlich ranliegende Zeit in sich bereit sind, etwas zu verändern. So war vielleicht seit langem nicht mehr die Konstellation auf dieser Erde. Es waren immer so einige Lichtträger, die das kultiviert haben, eben Schamanen auch dazugehörend. Und jeder, der sich auf dem Weg begeben konnte, konnte das in sich aktivieren. Ich habe das Gefühl, dass jetzt ist die Chance, dass sehr viele Menschen fast gleichzeitig, also ich spreche von vielleicht Zeitspanne von 10 Jahren oder, und wenn sich einer von uns in seinem Inneren diese Veränderung anleitet, zu der er steht, zu der er wirklich, was sein wahres Selbst bedeutet, dann macht das Boom draußen. Und wenn das mehrere Menschen machen, ich nenne das Springen, man springt sozusagen in sich selbst hinein. Und was für mich weniger wahr ist, die Konzepte im Außen zu suchen, sich irgendwelchen Bewegungen anzuschließen. Oder was ich je höre, in die neue Erde einen Sprung machen. Das klingt so wie aus den Wurzeln herauszugehen. Ein Baum braucht keine neue Erde, der ist mit Wurzel, er hält die Erde. Und mein Gefühl sagt mir auch, dass die sogenannte neue Erde, das ist unsere alte Erde, die wir mit so vielen Schichten bedeckt haben, mit so vielen Mustern, die Fallengedanken bildeten, wo wir uns voll verloren haben. Und eigentlicher Weg ist wieder springen in das, in die Mitte hinein, sozusagen in das tiefste Innere. Ja. Also für mich ist es eine Zeit auf der einen Seite der großen Ablenkung, also schon lange, 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 wo die Aufmerksamkeit, die Schöpferkraft, die ureigene Schöpferkraft des Menschen, die permanent im Außen gehalten werden, sodass wir eigentlich vergessen, wer wir wirklich sind. Wir wussten das alles schon mal. Und es gibt nach wie vor Völker auf dieser Erde, die wissen das immer noch und die halten das, die bleiben da in ihrem Raum. Und jetzt, also ich fühle das so sehr, diese Urkraft leben, die lässt sich eine Weile
wegdrücken. Aber die kommt auf einer anderen Seite halt wieder raus und holt sich das wieder, weil Leben ist Leben, Leben ist Liebe. Und die Menschen werden gerade richtig ordentlich durchgerüttelt, damit sie die Chance haben, wieder zu sich zu finden. Und entweder du springst halt mit und gehst da mit. Oder es springt dich. Ja, oder es springt dich. Da haben gerade total viele mitzukämpfen. Ja, die so viel Angst haben, weil sie halt so voll von diesen Konzepten sind, weil sie das halt nicht gelernt haben. Und ja, vieles wieder verlernen müssen, um zu sich selbst zu finden. Und dieser Urfrequenz des Lebens, die permanent, die ist da, wieder lauschen zu können, die wahrzunehmen, in sich zu finden. Und dann zu verstehen, wenn ich die in mir habe, braucht es nichts mehr von außen. Ja. Das ist natürlich nicht einfach, weil man wird eigentlich trainiert, man kriegt ganz viele Informationen, man muss ja alles Mögliche retten, das Klima retten, Energiewende retten, den Krieg retten, man muss ja die Armut retten, das sind ganz große Sachen eigentlich, ja, die man eigentlich nur mit zusammen schafft. Ja, und dann ist es natürlich ganz schwierig, um in dich selber zu gehen. Das hört sich so fast egoistisch an. Ja, aber ist genau das Gegenteil. Wenn ich das, weißt du, dieses, wenn die Leute wirklich zu sich selber finden würden, dann würden sie aufhören, die Erde zu zerstören. Die würden gar nicht in den Krieg gehen. Die würden da überhaupt nicht mitmachen, weil sie fühlen, das ist falsch. Sie kriegen ein Gefühl dafür, was dient dem Leben und was nicht. Und wer diese Frequenz der Liebe in sich trägt, der würde das nicht machen. Aber die werden halt alle abgelenkt, sodass sie das gar nicht mehr sich fühlen können und nicht mehr richtig und falsch voneinander unterscheiden und da irgendwie mitreden, weil sie denken, sie machen jetzt was Richtiges. Aber wenn sie mal anhalten würden und mal reinfühlen würden, dann würden sie fühlen, irgendwas stimmt hier nicht. Das kann nicht sein. Wie kann ich denn immer noch Schweinefleisch zum Beispiel essen vom Metzger, der immer noch diese Riesenschlachte-Dings da hat? Weil wenn du fühlst, dann fühlst du doch, was es mit dir macht. Du fühlst doch, du siehst doch, wie die Tiere leiden. Du könntest doch niemals. Wenn du aber zum Beispiel weißt, ne, du spürst zum Beispiel, ey, mein Körper hat wirklich Hunger auf Fleisch. Ist ja okay. Ich fühle es wirklich. Gut, dann sorge ich dafür zum Beispiel, dass ich mir Fleisch hole, wo sozusagen der Geist des Tieres, das dahinter steckt, nicht gequält und missbraucht wurde, sondern sozusagen im Zusammensein des großen Geistes sozusagen sich für uns verschenkt hat. Das ist eine ganz andere Energie, die du reinnimmst. So, zum Beispiel. Aber um rauszukommen ist schwierig, weil ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich verdrinke in die Chaos. Ich bin schon unter Wasser. Ich habe ein Problem und dann sagt mich einer, ich liebe dich. Da habe ich nichts mit, weil ich kriege keine Luft. Also ich muss erstmal Luft kriegen, um das zu verstehen, was da gesagt wird. Und dann sage ich noch gar nicht, dass ich selber die Schritte nehme, um rauszukommen. Ich meine, das ist keine einfache Aufgabe. Die Heilung passiert nur im Selbst, immer. Immer im Selbst. Es ist eine Illusion, dass ein Schamane dich plötzlich rausholt und dir ein Wunder geschieht. Der Schamane ist nur ein Leuchtturm, weil er lebt in diesem Licht permanent. Er kultiviert als erstes in sich dieses dauernde Brennen, also das wahre Feuer. Und er kann dich sozusagen Orientierung geben deiner Seele, wie sie sich frei macht von allem. Er bleibt und du kannst ihn immer finden und diese Findung ist schon dein Prozess der Heilung. Aber der hat keinen Fuckimucks mit dir, sondern er kann dir nur dieses Spiegel und dieses Raum geben. Und die Heilung passiert schon alleine. Du hast so ein schönes Bild gesagt. Wenn dir jemand sagt, ich liebe dich in diesem Chaos, wenn er einmal das sagt, okay, aber wenn er dranbleibt und dir jeden Tag sagt, dann ist das deine Heilung. Weil das ist die Stimme, die dich in diese Schwingung zu dir selbst holt wieder zurück. Und wenn er oder sie dann permanent dranbleibt und spiegelt dir diese Liebe zu dir, das holt dich heim, das bringt dich richtig zu dir nach Hause. Weil die Liebe ist die Schwingung, die wieder Rückführung sozusagen. Genau, und der Schlüssel ist sozusagen,
innezuhalten, in diesem ganzen Ertrinken, sich zu entspannen, den Raum wieder wahrzunehmen, der die ganze Zeit ja da ist, in dir und um dich herum, damit du überhaupt diese Stimme wirklich hören kannst. Und solange du sozusagen kämpfst gegen dieses alles, was da ist und das nicht verstehst, also versuchst zu verstehen, kannst du Leben mit verbringen, sondern wirklich zu springen, so wie du sagst, in das Unbekannte, das auszuhalten, sich mit all dem zu fühlen, was das mit dir macht, das ist der Schlüssel, da durchzugehen in dem Moment, und sich wirklich, wie das ist, wie so da durchflupschen zu lassen, und dann öffnet sich dieser Raum, wo diese Stimme, die zu dir sagt, ich liebe dich, wirklich gehört wird und du verstehst, die war schon immer da, auch bevor derjenige dir gesagt hat, dass er oder sie dich liebt. Und das schöne Bild mit dem Ertrinken ist, den Widerstand mehr dem Ertrinken zu lassen, sondern dich nach unten ziehen zu lassen. Da reingehen. Loslassen der Widerstand. Wir denken, wir müssen etwas Unglaubliches tun. Nein, wir sollen den Widerstand aufhören. Weil der Widerstand hat mit Ängsten zu tun, dass wir etwas nicht haben wollen, was für uns im Konzept des Denkens als unmöglich erscheint. Und genau dort will uns das Leben reinspüren. Weil da, wo wir keine Angst und keinen Widerstand haben, da haben wir auch kein Problem. Und das Springen-Bild hatte ich einmal gehabt, wenn du dir einen breiten, stark strömigen Fluss vorstellst. Eine Weile lässt du dich tragen und plötzlich merkst du, okay, jetzt geht ein Wasserfall. Du kommst, das Wasser treibt dich zu so einer Kante, wo sehr weit nach unten läuft. Das Erste, was wir machen, wir leisten Widerstand, wir versuchen da rauszukommen. Und das Springen ist genau das, hingleiten. Und deswegen Prozess des Springens, wenn du fragst über Menschen, wo wir jetzt stehen, menschlich, ist schmerzvoll doppelt, weil erstmal du musst alles weggeben. Du hast das Gefühl, du verlierst, aber du verlierst das nicht wirklich, du lässt das nur kurz los. Weil die Wahrheit ist, wenn du dich gleiten lässt, und du musst richtig zu so einem Blatt von einem Baum so weich werden, damit du dich nicht auf die Steine, weil jeder Widerstand bricht dir die Knochen. Du darfst wirklich auf die Oberfläche des Wassers so dich gleiten zu lassen. Und wenn du nach unten ankommst, dann merkst du, dass alle die Menschen und deine Liebe und deine Berufung und alles ist da. Aber sie konnte über diese Schwelle nicht mit dir Hand an Hand geben. Springen ist, auch wenn du Liebsten hast, kurz loslassen. Weil jeder individuell springt, das ist so, jeder hat so seine, und jeder darf richtig so einfach sich hingeben, wie er noch nicht hingegeben hat. Sonst wird das alles weggetrümmert, weil das ist, Wasserfall ist brutal, aber der ist gnadenvoll, wenn du dich voll zu einem, wie ein transparenter Stoff machst. Das heißt, weggeben, alles, Hände loslassen, und das ist das Schmerzvollste. Man hat das Gefühl, man verliert seine Liebsten dadurch. Aber dieser Moment, er ist nur ein Blitzaugenblick für die Schöpfung, für die Zeit, wo wir wirklich bestehen. Und es braucht nur Vertrauen. Und der Schamane hält sozusagen diesen Raum während dieses Sprunges auch. Oh ja. Und singt dir währenddessen, sodass du im Sprung durch diesen Klang in diese Weichheit kommen kannst und weißt, auch wenn du es nicht weißt, dass wenn du landen wirst, dass du wirklich aufgefangen wirst. Und selbst wenn du sterben solltest, was auch immer das heißt, dann wirst du dich auf einer neuen Ebene wiederfinden, die dir viel besser entspricht. Definitiv. Also springen heißt schon, auf diese Ebene zu kommen, wo eben durch diesen Übergang geht. Ja. Und der Schamane weiß das, der kennt all diese Prozesse und der ist da voll im Vertrauen. Und durch seinen Klang, seine Präsenz, begleitet er dich da quasi. Aber die wenigsten Leute sind wirklich bereit, da reinzuspringen, auch was dafür zu tun, im Alltag dann, weil dann geht es ja weiter. Ja, es ist nicht nur das Springen und ja, ich habe jetzt eine schöne Session und habe viel frei in mir gemacht und viel erkannt, dann geht es erst richtig los. Dann geht es erst richtig los, das ist das Wichtigste. Ja, schön. Adrian, ist alles gut mit der... Ja. Ja, okay. Nee, ja. Ich bin noch eine da, aber... Okay, ist kaputt.
Nee, ganz schön. Ganz gut erklärt. Schöne Bildsprache auch in die Wasserfall. Das ist natürlich, obwohl man auch die Chance hat, natürlich, aber das ist der Angst, dass man alle Knochen bricht oder vielleicht sogar stirbt, wenn man unter einem kommt. Man weiß nicht, wie tief es ist. Das ist der Angst. Ja, aber was auch okay ist, weil viele Leute jetzt, es geht, also ich kriege das ja mit von den Menschen, die hierher kommen. Viele Menschen fühlen einfach, es ist so, wie sie vorher gelebt haben, fühlt sich einfach nicht mehr richtig an. Dieser Job, sie sind in diesem Hamsterrad, aber bleiben in diesem Hamsterrad und mehr passiert nicht. Sie sind so nicht erfüllt. So, und sie fühlen einen Ruf, sie hören einen Ruf und trauen sich aber noch nicht, dem wirklich mit aller Konsequenz zu folgen. Und das, was jetzt gerade viele machen, ist, dass sie wirklich sich jetzt langsam aber sicher trauen, alle Zelte abzubrechen und in das Neue zu springen und es auszuprobieren. Manche dann mit Unterstützung und mit Hilfe und so, aber bis jetzt von allen, die ich kenne, einschließlich meinerseits und alle Menschen, die ich auch in diesem Prozess unterstützt habe, kann ich zu 100% sagen, wenn sie wirklich erlaubt haben zu springen, ey, plötzlich passieren dann Wunder. Räume, die sich öffnen, Menschen, die von ganz von alleine zu denen kommen, die genau das haben wollen, was sie brauchen. Genau das, wo sie vorher das gar nicht sehen konnten oder schnallen konnten, dass das, was sie ausmacht, was ihnen gar nicht so schwer fällt zu tun, so mit so einer, ne, wir haben ja alle gelernt, harte Arbeit und viel Anstrengung und so, und wenn sie merken, so es geht und das Leben trägt mich. Und vielleicht, ja. Ist es eigentlich wichtig, weil es hört sich so an, dass wir in ein Format gestorben sind, was uns angeboten ist, der eine, der da einen Vorteil bei hat. Und ist es wichtig zu wissen, wem ist das? Wem steuert uns dann? Und steuert uns überhaupt eine? Ist es wichtig zu wissen? Ich würde sagen, es ist wichtig zu erkennen, aber nach den Namen zu laufen und irgendwelchen Gesellschaftsstrukturen oder sogar Gruppen oder einzelnen Menschen da bloßzustellen als die, die das betreiben, das ist nicht der Weg der Schamane. Weil der weiß, dass die Schöpfung hat beide Mechanismen. Eine, dass sie in der Reinheit und immer wie nach oben führt und das andere wie Countdown anleitet. Und diese beiden Mechanismen, Entschuldigung, das ist wie ein Abführmittel, die haben beide seine Legitimität. Und die Aufgabe der Menschen im bewussten Aufwachen ist einfach zu erkennen, dass es ist, dass es existiert, dass es mit mir, es macht etwas, wenn ich mich darauf einlasse, wenn ich mich zum Beispiel in das Schlaf begebe oder Unbewusstsein, und einfach seine Entscheidung dann zu treffen. Aber nicht verteufeln, nicht nennen das, als dass die Opposition der Schöpfung sozusagen, des Lichtes und diese ganzen Krampf, weil das erzeugt nur den Krieg. Das sind alles Kräfte, die für die Schöpfung mitwirkend eingeladen worden sind, mitzuwirken. Und du stehst immer in deiner freien Entscheidung, was du damit tust. Aber es wichtig ist zu sehen, wo es andockt und wie du damit umgehst. Ja, weil ich sehe, wie sich viele darin verlieren. Oh ja. Na, ganz viel ihrer schönen Schöpferkraft da reingeben und letztendlich dann diesen Kräften wieder ihre Kraft geben. Absolut. So, das ist total kontraproduktiv eigentlich. Es ist gut, es zu wissen, dass, sagen wir mal, manipulative Kräfte sind, die ihre eigenen Interessen haben, aus den verschiedensten Gründen. Aber wenn wir uns spüren und mit uns verbunden sind und mit Mutter Erde und sie fühlen, dann wissen wir ganz genau, was richtig ist und würden dann zum Beispiel, wenn nach Krieg gerufen wird, einfach nicht dahin gehen. Oder? Das ist ein sehr wichtiger Moment, dass die Kriege, und das ist schon wieder, sind wir in dieses Thema rein, aber das ist total wichtig, endlich mal voll anzuerkennen. Die Kriege entstehen nicht zwischen den Völkern. Die werden von einigen wenigen Menschen eingeleitet. Und raffinierte Weise durch die Hände der Völker, so dass die Völker dann irgendwann glauben, ja, wir sind die, die den Krieg führen. Das, was jetzt in der Ukraine passiert, das ist so schmerzvoll für mich, weil ich bin gebürtiger Ukrainer. Aber das sind nicht die Völker, die einander überfallen. Vielleicht tue ich mich jetzt unpopulär, weil ich werde jetzt da nicht tief reingehen. Aber
Es sind einfach, jeder Krieg auf diesem Planeten wurde irgendwann angeleitet, weil die Menschen, wenn sie in Ruhe und Frieden leben und erschaffen das Leben, sie kommen nie auf die Idee, lass uns jetzt da gehen und dem Nachbarn eins auszuwischen. Das machen sie nicht. Das ist, liegt nicht in der Natur des liebenden und das Leben pflegenden Menschen. Deswegen können Sie mir nicht erzählen, dass da ein Volk überfällt das andere. Das ist einfach immer diese Illusion, damit die Leute dann in den Krieg freiwillig ziehen und glauben, dass sie sterben für ihr Land jetzt. Das tun sie und das ist der größte Schmerz. Ja, und eigentlich solltest du lieber sterben für die Liebe, für deine eigene Wahrhaftigkeit. Es ist ja, weil ich gerade darüber nachgedacht habe, wenn das jetzt hier losgehen würde und man würde mich zwingen, dann würde ich lieber sterben wahrscheinlich. Ich meine, gut, ich würde einen anderen Weg finden, aber ich würde mich nicht verraten. Verraten ist zu töten. Und wenn du nicht bereit bist, einen anderen zu töten, dann wird dir so eine brutale Geschichte erzählt, dass du irgendwann sagst, jetzt bin ich bereit zu töten. Und dann frage ich dich erstmal, was hat in dir verändert diese Einstellung? Einfach Information. Ja, kann sein. Natürlich passieren da schreckliche Dinge. Aber Information ist nicht Füllen. Wenn du durch dich informieren bereit bist, auf grundsätzliches etwas zu verzichten, woran du wirklich immer geglaubt hast, dann ist das die Manipulation. Nicht Manipulation ist, ich durchfühle, was ich spüre, und wenn ich dann immer mich noch entscheide zu tun, dann ist das meine Entscheidung, mein freies Willen. Und das ist vielleicht die größte Botschaft. Die Leute werden informativ durch die Kriege so gehalten. Ich könnte fast mich weit aus dem Fenster legen und zu sagen, wenn jetzt die ganze mediale, zombie-mäßige, will ich nicht so brutales Wort, wenn die ganzen, wie nennt man das, TV-Bereich jetzt lahmgelegt werden würde, der Krieg würde innerhalb von wenigen Tagen aufhören. Weil der wird ständig mit Informationen aufrecht gehalten. Die Leute würden sich einfach irgendwann aufhören zu schießen und nach Hause zurückzudrehen, weil das wird alles durch die Medien angetrieben. Von einer Seite eine Richtung, von der anderen eine und immer informiert, also das Wort in Form gehalten, in Form des Krieges. Und wenn man Leute versucht, wieder auf der Weg zu leiten, dann machst du es auch, du vor allem, wie wichtig ist so eine Frequenz? Mhm. Ja, also zum einen muss man diese Urfrequenz in sich tragen und in sich wissen. Also zum Beispiel, ich weiß, dass wenn Leute zu mir kommen, ich muss noch nicht mal singen. Das reicht, wenn sie hier in diesem Raum sind. Der Ton, diese Frequenz ist da. Ich mache sie dann im Klang dann hörbar für sie, dass sie mich hören können, aber da passiert was in der, auf der unsichtbaren Ebene sozusagen. Und ja, die Frequenz ist alles. Wenn du mit der richtigen Frequenz, wenn du im Frieden sitzt, zum Beispiel die Kreise, das ist so wichtig, Kreise abzuhalten, das ist jedes Mal, es ist immer wieder ein Wunder. Es gibt Leute, die schon so viele Jahre zu den Kreisen kommen, die jedes Mal danach sagen, das war die krasseste Trommelreise aller Zeiten. Ich denke, ja, geht doch gar nicht krasser. Wie soll das gehen? Aber es geht deswegen, weil sie genau da immer abgeholt werden, wo sie jetzt gerade sind und wieder in ihre Ureigenfrequenz kommen und dann so. Und ja, letztendlich auch durch den Klang wird quasi für jeden Einzelnen der eigene ureigene Urklang wieder ins Schwingen gebracht, sodass man sich wieder fühlen kann und mit dieser Liebe einfach verbunden ist. So, und Klarheit, Raum, ganz viel Raum, 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 Raum. Also ich könnte, das ist so schön, wie du sagst, einen Schamanen vergleichen mit jemandem, der an seiner eigenen Urquelle permanent dran ist. Die fließt bei ihm in vollen Kraft. Und wenn ein Mensch in die Heilung zu Schamanen kommt, es ähnelt einem Dorf. Jedes Dorf hat so seine Bergquelle, die das ganze Dorf nährt. Und wenn ein Mensch kommt mit irgendeinem Problem, dann meistens die Quelle ist irgendwo überschüttelt mit Steinen. Und der Schamane nimmt den Menschen an der Hand oder diese Dorfbewohner, bringt ihr zu, hilft ihm den Weg zu finden, wo die Quelle freigelegt wird, wo plötzlich unten im Dorf in den Brunnen wieder Wasser ist. Könnte man so, das, ja. Ja, und die Arbeit während, also, ne?
der Schamane ist sozusagen, oder der Meister oder der wahre Heiler oder wie man Druide oder wie man die alle nennt, der ist sich halt diesen verschiedenen Ebenen immer bewusst, auch dieser Urfrequenz. Er hört die quasi immer und macht sie dann sichtbar oder hörbar. Und wenn jemand kommt, er heilt nicht aus sich heraus, sondern er stellt einfach nur die Kräfte zur Verfügung, die die ganze Zeit da sind. So. Und das kann man halt mit Klang machen oder einfach mit Sein. Und was noch spannender Aspekt vom Schamanismus ist zum Beispiel das Wetter beschwören. Es gibt immer wieder, eigentlich kann Schamane erschaffen das Wetter und das kannst du auch. Der Punkt ist nur, wenn du das so spektakulär jetzt darstellst für die Menschen, oh, dann kommt man auf die Gedanken, die weit weg vom Fühlen sind. Also ein Schamane würde nie zu eigenen Zwecken das Wetter irgendwo hindrehen wollen. Sondern er weiß, dass er das nicht so macht. Das ist kein Fokus-Pokus-Trick. Sondern er weiß, dass er dafür das, was wir als Opfergabe oder Hingabe auch bringen darf. Das heißt, die Kräfte, mit denen er in Kommunikation tritt, damit ein bestimmtes Wetter über ein bestimmtes Region entsteht, die fordern auch ihren Preis oder zumindest Kommunikation. Und das wird dem Schamanen schon zu Füßen als Geschenk gelegt, aber nicht, weil er aus arroganter Kraft Tricks weiß, das zu beschwören, sondern weil er sonst sein ganzes Leben in voller Liebe und Dienst ist, auch mit diesen Kräften. Und dann erlauben diese Kräfte, dir dieses Geschenk zu den Füßen zu legen, weil sie wissen, dass du, und das ist der wichtige Punkt, nicht im eigenen handelst. Du machst das nicht zu eigenen, weiß ich nicht was sonst, sondern machst es immer zu Wohlzweck. Zum Beispiel ein Dorf hat lange Zeit keinen Regen gehabt. Oder er schickt jetzt da die Sonne, wo die Menschen viel zu lange unter den grauen Wolken gelebt haben, damit sie einmal richtig Licht aufatmen können. Und das erkennen die Naturkräfte. Das heißt, Leben mit Natur im Einklang, das ist eigentlich Schamanismus. Genau, weil wie macht er das? Er erinnert die Leute wieder daran, dass es immer ein Geben und Nehmen ist. Immer. Wenn du etwas nimmst aus der Natur, dann gibst du auch wieder was. Und das muss nichts Stoffliches sein. Also zum Beispiel die Kogis, also ein Urvolk in Kolumbien, die geben auch, das machen viele andere Urvölker auch, die geben einfach immer von ihrem Essen etwas ab. Es kann sowas Stoffliches sein, aber es kann halt auch einfach ein Klang sein. Während du sammelst, weißt du, du bist in Verbindung und es ist ein Geben und Nehmen. Und dieses ist die Heilung. Die Leute auch wieder daran zu erinnern, du kannst dich die ganze Zeit nur nehmen, nehmen, nehmen. Ja, irgendwann sagt dann so, nö, dann bleibe ich halt jetzt grau, ich habe keinen Bock mehr. Das ist eigentlich eine Liebesbeziehung, weil du beim Geben, du gibst immer nicht etwas nur, wie du sagst, sondern du gibst deine Liebe, deine Aufmerksamkeit. Wer das auch als Empfänger oder wer als die Quelle des Empfangens gemeint ist, aber die wollen einfach sich geliebt fühlen. Also die Liebe ist wirklich der Schlüssel der gesamten Schöpfung und allen Ebenen. Und sogar die sogenannten am wenigsten liebenwürdigsten. Also der Schamane kann so viel Liebe auch einem Dämonen schenken, weil der ihn einfach nicht verpönt aus der Gesellschaft, der Hochheiligen sozusagen, sondern der kann einfach, und das, die gesamte Schöpfung braucht einfach Anerkennung, dieses Legitimierung der ihre eigene Existenz. Genau, und auch in diesen Zwischenwelten, zum Beispiel mit den Dämonen, das ist auch unter anderem die Aufgabe eines Schamanen, da dieses zu sehen, dieses zu wissen und auch einen Ausgleich zu schaffen, der vielleicht schon viele Generationen nicht stattgefunden hat, der kann das wie nachholen und dann kann wieder was in Fluss kommen. Hatte ich gerade ein Beispiel mit Geld zum Beispiel. Ja? So eine uralte Schuld, die seit Generationen im System festhängt, wenn die gelöst wird, plötzlich Geldthema kein Problem mehr. So. Ja. Und das Problem ist nicht, dass da irgendwo ein karmisches Bestrafungsdings gibt, du hast was falsch gemacht, sondern wir selbst verbuddeln uns in diesen Selbstschuld, die diese Energie hinaussendet, dass wir uns blockieren dadurch. Weil die höchste Instanz, die tiefste in uns, die ist unbestechlich, die erkennt ganz genau, spätestens beim Leben verlassen. Und dann ist sie selbst, die sich nicht die Schuld, die sich nicht erlaubt, vom Schuld wegzukommen. Und das ist das, was am schlimmsten ist. Weil das geht dann in die Generationen, die danach kommen, rein.
unbewusst meistens und die wissen nicht, was da los ist. Und das ist eigentlich auch die Arbeit des Schamanen über die Ahnenreihe, dass das erkannt wird und die sich selbst in die Schuld bringenden gelöst werden von dem. Ich verstehe so alles und ich glaube auch wirklich in der Lösung. Ich versuche nicht nur ein Bild zu entwickeln, sondern stelle ich vor, dass morgen jeder alles das macht, was wir heute besprechen. Dann wird die Welt, die wir jetzt kennen, auf die Systeme, die vormals das Geld, wird zerstört. Und das soll Chaos sein. Wie lange dauert das? Ich glaube, das kann auch eine Angst sein, natürlich. Um das System ist jetzt so groß, so mit Interesse zusammengewickelt, dass es es kann nur mit einer ganz großen Big Bang ändern. Nicht unbedingt, wenn die Menschen sich gezielt gemeinsam einen Fokus auf was anderes legen, dann passiert kein Schmerz. Es gibt ein geistliches Prinzip in der Schöpfung, und das kennen wir aus Indischen, es gibt wie drei Aspekte des Göttlichen, das Gebärende, das Aufrechterhaltende und das, was wir als Zerstörende nennen. Und wir haben da etwas verwechselt, die wahre Spiritualität aus der kosmischen Perspektive, die sogenannte Zerstörung, ist eine Auflösung deren Form, die nicht mehr nützlich ist. Und was wir vergessen haben und was die ganze Manipulation hier auf der Erde verursacht, man hat angefangen zu zerstören beim lebendigen Leibe sozusagen. Und das tut weh. Weil das spirituelle Prinzip bedeutet, ich ziehe den Geist raus aus der Form, die ich nicht mehr brauche, und dann darf sie zu zerfallen. Und dafür gibt es tatsächlich göttliche Kraft, die auch zuständig ist. Und da können auch... Und was hier schiefgegangen ist, eine der Manipulationen über die Erde ist, die haben Spaß angefangen zu empfinden, beim Seeledrehen noch anfangen, den Körper zu zerlegen. Das ist ein großer Schmerz. Aber eigentliche Aufgabe ist, mein Fokus, wie bei den Kindern, der hält das Spielzeug und dann macht, oh, bumm. Und dieses Bumm, das liegt drinnen in der Schöpfung und das ist kein Schmerz. Weil das Kind hat seine Präsenz nicht mehr hier. Wenn du vor Augen des Kindes das zerstören würdest, das würde weinen und würde einen Trauma haben. Aber in dem Moment, wo das freiwillig fallen lässt, schmerzt das nicht, weil sein Fokus ist woanders. Und meine Antwort auf deine Frage ist, wenn die Menschen alle, wie du gesagt, du hast den Satz so angefangen, jetzt wo anderes denken würden, würde das alte sogenannte System schmerzlos einfach zerfallen wie ein Staub. Das würde niemandem wehtun. Aber wir kämpfen dagegen. Einige besetzen noch diese alten Räume und halten drinnen. Und das tut weh, weil der Fokus langsam schon woanders sich hinrichtet. Der Widerstand ist der Schmerz. Ja, das stimmt, ja. Ich wollte noch was sagen. Jetzt bin ich im Lutz ist übrigens gekommen. Lutz ist gekommen. Wie? Lutz hat seinen Kopf gerade reingesteckt. Wirklich? War das Lutz? Ja. Es wäre gut, wenn ich noch ein paar Gegenschutz. Ja, 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 dass ich höre. Ja. Das anhören, ja, ja, ja. Also es ist sehr cool, ja. Sehr, sehr erleuchtet. Wie sagt man das? Ja. Erleuchtend. Ich muss mal den Meniskus mal ein bisschen. ich hatte noch eine Frage. Weil das ist alles so manchmal auch tief philosophisch. Aber man übersetzt die Philosophie eigentlich in ein bestimmtes Tool, wo man wirklich was schaffen kann. Weißt du? Also, zum Beispiel. Naja, gut, jeder hat Angst, um zu ändern, weil jeder weiß, ja, jetzt sind wir so weit, jetzt können wir das nicht. Aber es ist nur Macher und es geht schmerzlos, ja. Und dann hatte ich noch der Frage.
Frage, aber was für eine Frage, war so schön eigentlich. Du hast mich am Küchentisch erklärt, die zwei Wege, wie man eigentlich etwas erzeugen kann, wie man ein Kind zum Beispiel erzeugen kann. Das fand ich eigentlich ein ganz schönes, wie das hier auch ein bisschen, um aus der Verschwörung zu gehen. Weißt du? Das, man redet immer über das Manipulative, aber heißt das, dass der Dämon da uns manipulieren will, oder ist das einfach ein Weg, was der Hirt gewählt hat, um das Beste aus uns zu holen? Weil wir verlieren viel. Ja, nee, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Du hast vorher auch gesprochen über, oder du, weiß ich nicht mehr, über die Kräften und Energien, die wir als Mensch eigentlich von Ursprung haben. Und die sind wir irgendwie in der Lauf der Zeit verloren. Oder? Wir haben den Zugang zu denen verschüttelt oder erlaubt, uns davon, von dem Fokus zu entfernen. Durch Kompromisse, die wir immer dann anleiten, wenn wir spüren, das stimmt für mich nicht und ich mache es trotzdem. Und je mehr man das macht, desto mehr. Das ist so, als ob diese Urquelle, die ist wie der Geysir, glaube ich, heißt das. Das ist wie diese Fontäne, die ist genau mitten durch unsere Wirbelsäule drin. Und jedes Mal, wenn ich mich verbiegen oder kompromissieren lasse, dann verschiebe ich mein Zentrum von diesem Quelle weg. Und dann spüre ich immer weniger, aber sie ist immer irgendwie da. Die Aufgabe ist, sich wieder damit einzubringen und das sich wieder erfüllen zu lassen. Das ist kein einfacher Weg, aber das ist nicht zu schwer. Das muss man nicht da irgendwie feststecken und sich einreden, dass es jetzt schwierig gehen soll. Das kann bei manchen Menschen nur so gehen. Sie haben etwas gehört, irgendeinen Satz. Ja, und das fängt doch schon da an, wenn den Menschen bewusst wird, also wenn sie sich Raum nehmen und sich zum Beispiel auf ein Thema fokussieren. Es kennt jeder dieses Phänomen, dieses typische Beispiel rotes Auto. Der will sich ein neues rotes Auto kaufen und plötzlich sieht er überall die roten Autos. Die hat er vorher nicht gesehen. Und wenn die kapieren, warte mal, da überall, wo ich meinen Fokus hingebe, das hole ich mir in die Welt. Das ist ja schon die ganze Zeit, das ist alles da. Aber je nachdem, wo ich meinen Fokus habe, meine Aufmerksamkeit, wird es sozusagen lebendig in meiner Welt. So. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter, dann kann man immer tiefer und tiefer so, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt meinen Fokus darauf richte? Ich bin gesund. Ich gehe da mal rein in das Feld, wie fühlt sich das an? So, und dann passieren ja 100.000-fach diese Spontanheilung und so weiter, ne? Wenn man da einfach lange in dieser Schwingung, in dieser Frequenz bleibt, in dieser Information. Und da geht's dann los. Und dann wird's immer, ne, dass man dann zum Beispiel, wenn du ans Wetter denkst, dann in diesem Blau. Wir hatten es gerade letztens in der Heilreise, wo sich jemand beschwert hat, dass die Himmel immer so grau sind. Und ich habe ihm einfach vorgeschlagen, finde den Himmel in dir wieder und guck nach draußen und lade ihn ein. Und als er das nächste Mal da war, meint er so, wow, seitdem wir das gemacht haben, scheint die Sonne wieder und überall ist blauer Himmel. Hm. Ja, so funktioniert's. Ja. Also ja, es gibt... Ja, sich nicht eben ablenken lassen von, oh, der graue Himmel. Und das war so ein gutes Beispiel dafür, dass dann graue Himmel und dann diese ganzen, alle Möglichkeiten, warum der Himmel jetzt grau ist, warum die Sonne nicht mehr scheint, was eigentlich alles dahinter steckt und so. Und dann hat er seine ganze Energie da reingepackt. Loslassen. Ich will wieder blauen Himmel haben. Da ist er. Du kannst bei Wettervorhersage einmal dich fragen, wird das Wetter voraus erkannt oder wird das reingeredet? Ja. Ja, das ist ein Spiel, aber mit solchen Räumen kann man wirklich spielen. Ja, natürlich, das ist beides wie... Ja. Immer die Ausrichtung. Ja.